sind wir wieder. Ich habe gerade diese Pause gemacht aus dem Grund, dass ich verdammt, ab und versuch mal den Sätze richtig zu bilden. Von vorne, mein Name ist Apo. Auch bekannt als Apo. Ja. Hab die dramatische Pause gemacht, weil ich nicht wusste, ob es schon aufnimmt, weil der Sound noch nicht runtergegangen ist. Das sieht aus, als hätten wir sich hier durchsprinten. Zum Fick macht man solche Räume? Fliegende Gegner. Ja, eine gute Idee. Ja, ich muss hier sprinten. Ja, so ist richtig. Schön. Hier mit meiner Raketen-MG. Die schön Schaden macht. Boah. Kennt ihr das, wenn eine Stelle kratzt und man sie halt nicht juckt, weil tut man halt nicht, ne? Aus irgendeinem Grund, ist ja egal deswegen. Und wenn man daran juckt, dann schmerzt es einfach. Also nicht im Sinne von AA-Schmerzen. Ja, AA-Schmerzen. Die geht's auch gut ab. Sondern das sind so. Das kneift. Ja, ziemlich smooth kommt man hier auch durch. Man muss halt nur wissen, wie man die Gegner ausspielt und beziehungsweise wie man die Freeze und sowas setzt. Bin hier ziemlich problemlos durchgekommen, deswegen will ich diese Stelle noch klären, weil das hier irgendwie so eine über easy Stelle ist im Vergleich. Beziehungsweise beides ist hier easy gewesen. Naja, diese untere Ebene war auch kein Trugbild. Nice, die Map. Das macht Sachen einfacher. Da unten ist schon Ridley. Was sind das denn für Dinger? Sind das diese stärkeren Krebs oder was? Kann ich die auch nicht töten? Ja, kann ich echt nicht. Weißt du, ich hatte schon was gegen diese Schildkröten in erster Stelle. In erster Hand. Lava, lohnt sich das hier unten in Lava zu schwimmen? Für Map Completion ja, aber nicht für. Ich möchte mal kurz anmerken, dass dieser Raum übernervig ist. Wenn man schon den Varios Hut bekommt, dann sollte man auch in Gebiete kommen, wo das nützlich ist. Und nicht einmal kurz benutzen und dann ist es weg. Das mag ich so sehr an Zelda, weil man die Items, die man bekommt, so gut wie immer nochmal benutzt. Ich meine, dann ist es meist so, dass sobald man das neue Item bekommt, man nur noch dieses neue Item benutzt. Natürlich. Muss man ja irgendwie sich dran gewöhnen. Aber halt zum Beispiel in den letzten Dungeons oder im Dungeon generell, musst du auch öfter mal andere Sachen benutzen. Da
einfach hier alles wegbomben, als würde es keinen Morgen mehr geben. Weil was wollen die machen? So, damit wäre das auch schon geklärt. Ja. Muss ich hier unten durchrennen? Wie mache ich das denn jetzt am besten? Hä, wie soll ich das denn jetzt machen? Da unten durchrennen geht ja schlecht. Wie zum Fick komme ich hier weiter? Vielleicht nur diese obere Scheiße wegbomben. Da unten ist ja offensichtlich ein Durchgang, durch den ich nicht komme. Ich bin hier überall, aber was bringt das mir, wenn ich hier unten bin? Das bringt mir rein gar nichts. Okay, das wird der letzte Part für heute sein. Ich habe jetzt 4 Parts, glaube ich, aufgenommen und... Oh. Ich bin fertig. Ich meine, es war zwar nur eine Stunde, aber es liegt mehr daran, dass ich hier, ich glaube nicht, wie anstrengend das ist. Fahren wir mal hier ein bisschen Leben, weil... Mir geht's langsam aus mit dem Live. Und da ich vermute, dass bald ein Boss kommt, ich weiß es natürlich nicht mehr, ist das auch ziemlich nötig, dass ich mir farme. Und das geht ja auch recht schnell, da die jetzt 3 Bots hier droppen. Könnte ich vielleicht, wenn ich hier durchrenne... Moment, hier habe ich freies Spiel. Alles klar, mit den Raketen nützt es mir auch nichts. Mann, wie zum Fick mache ich das? Ich würde jetzt die Komplettlösung mir allzu gerne anschauen, aber da ist ein Speicherpunkt und... Also ich kann ja auch in Ruhe beenden. Natürlich habe ich noch 10 Minuten, bevor ich das beende, aber... Wer weiß, vielleicht mache ich auch diesen Part kürzer, da man hier nicht viel sieht. Okay, hier haben wir das hier. Das Problem ist, dass die Teile sich viel zu schnell wieder herstellen. Vielleicht, wenn ich hier mit Bomben schon mal vorkläre. Scheint auch, als würde man von der anderen Seite dann eine bessere Chance haben, also.
Als wären wir diesen Weg umsonst gegangen. Haben wir denn noch eine andere Möglichkeit? Anscheinend nicht. Fuck. Durch die grünen Schleusen kommen wir noch nicht. Nein. Wir müssen... Ja, wir müssen hier durch. Wir müssen hier durch, Jungs. Und Mädchen. Wisst schon, man darf nicht auf eine auf ein Geschlecht alleine eingehen, weil das wäre ja rassistisch. Nee, es wäre einfach nur sexistisch, glaube ich. Wenn ich es aufladen würde, würde das gehen, aber Moment, hier kann ich bestimmt runter. Ja, da haben wir schon und das ist bestimmt Fake Lava. Okay, gut. Gut. Wir sind schon auf der Ebene, ne? Ja, wir sind auch schon gleich da an unserem Punkt. Das Ding zu bekämpfen ist einfach der Horror. So, was bekommen wir denn? Den Wave Beam. Ah, okay, der ist schön. Den mag ich auch. Dieser Beam kann eine Energiewelle ausfesten. Ach, keine Ahnung. Es kann halt mehrere Dinge abschießen, ne? Und das ist auch der hübscheste Beam meiner Meinung nach. Man bekommt nämlich noch einen anderen, der, wie wir schon gesehen haben, und es geht durch Objekte. Also wir können durch Wände beamen. Und so diese Dinger hier ziemlich safe bekämpfen. Weiß, das ist nicht gerade nett. Und die Teile sind auch nicht nett. Deswegen ist es fair. Habe ich gerade wirklich 10 Minuten einfach daran verschwendet und da kommt schon wieder die Lust für zu dem Spiel. Aber das Erfolgserlebnis war einfach nur schön. Abspeichern. Wir wollen ja nicht den Weg nochmal machen müssen. Habe ich in seiner Hand gesessen? Nein, habe ich natürlich nicht. Ich brauche noch den Tipp. Beziehungsweise den Wegweiser. Zumindest glaube ich, dass es ein Wegweiser ist. Und ja, das ist genauso stark. Es ist sogar stärker als eine Meißel. Basiert auch genauso wie eine Meißel eigentlich. So. Zeigst du mir noch einen Weg? Verdammt. Okay, wir hätten einfach weitergehen sollen. Okay, es geht um einiges schneller, wenn ich einfach die Taste hier spamme. Und generell ist es auch schneller. Der Wave Beam ist sehr schön, der ist sehr schnell, der ist. Der ist einfach toll. Da gibt's einfach nichts. Das ist einfach. Das ist dieser eine Typ, auf den du dich immer verlassen kannst. Was machst du denn hier? Okay. Das waren diese Teile, die das vorhin uns den Weg blockiert hat. Moment mal, sind wir jetzt dort? Ja. Ich habe vergessen, wie ich das Ding besiegen kann. Damals besiegt. Komm.
Komme ich denn hier jetzt so weiter? Ich bin mir eigentlich sicher, dass ich es tue. Oder muss ich jetzt einfach zurück? Das wäre ja mal mega kacke. Oder ich kann die Teile nur am Bauch töten. Ja, okay, so kann ich die nicht töten. Alles klar, dann würde ich sagen... Nee, ich komme ja auch nicht raus. Ich muss das Teil irgendwie töten. Natürlich, ich weiß wie. Ich setze schon überall die Teile, aber... Alles klar, ich muss das, ich glaube, ich habe das letzte Mal mich sogar reingebackt, weil ich mich an diese Strategie einfach nicht mehr erinnere. Haben schon wieder am Mittelpunkt getroffen. Nice. Schön, wo habe ich hier ein Item? Irgendwo hier ist ein Item versteckt und... Hier ist es voll komisch hier. Ah, natürlich, ich erinnere mich. Da war ja sowas. Und so sind wir auch an die Meister dran gekommen. Ich frage mich gerade, wie ich an dieses Upgrade, was dort drin ist. Ah. Apropos Upgrade, ich würde diesen Part hier beenden und wünsche euch einen schönen Tag, schönen Abend, was auch immer. Und tschüss.